Moin ihr Lieben, hier ist die nordische Sprotte und die nordische Sprotte klemmt. Also ich klemme heute nicht direkt, heute ist der 4. Mai und das ist ja eigentlich ein besonderer Tag für Star Wars Fan. May the Force be with you. Ja, kleines Wortspiel, wer es nicht versteht, kannst du mir schreiben, ich erkläre das denn. Und wir sind heute völlig aufgeregt. Wir kommen ja aus der Ecke Schleswig, sind wir heute Morgen um 8 losgefahren, sodass wir um kurz nach 10 in Billund Legoland waren. Ja, und da kommt jetzt ein kleiner Bericht, wie es so war und ob wir es gut fanden, ob wir es schlecht fanden. Lasst euch überraschen. Bis nachher. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Billund. Wir haben beide beschissen geschlafen. Das kommt davon, dass wir so selten unter Leute gehen oder irgendwo hinfahren, uns was vornehmen. Und wir sind fix und fertig und sollen jetzt, ja, 170 Kilometer nach Billund. Ja, sowas. Naja, may the force be with us. Bis dann. So, wir sind angekommen. Es ist 20 nach 10. Ich wollte eigentlich um 10 hier sein. Hat nicht ganz geklappt, aber schauen wir mal. Menschenmassen. Die Soziophobie setzt schon ein. Absolut, die Sicherheit hier nach Hause. Ich will doch nur in den Laden. Ich will nach Hause. Nein, wir schaffen das. Alle zur Seite, das ist der Laden. Geht weg, ich brauche einen Wagen. Ich sterbe. Himmel oder Hölle ist die Frage. Himmel oder Hölle. Wir fangen einfach, wir rollen das Feld von... Oh, guck mal. Oh, Bäumchen. Der Family Tree. Oh Gott, ich werde weich. Die habe ich auch. Ich habe gerade einen mentalen Overload, mein Mann allerdings auch. Salz und Pfefferstreuer. Salz und Pfefferstreuer. Merchandise. Die Minions. Sind die nicht süß? Mando. Jetzt sind wir in der bunten Kinderabteilung. Immer bunter, immer bunter. Ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Wir hatten jetzt gedacht, dass wir noch einzelne Figuren und sowas bekommen könnten. Ja, irgendwas, was man vielleicht nicht unbedingt im Internet findet, aber nö. Naja, wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen, uns noch irgendwas Schönes auszusuchen. Weil eigentlich haben wir das Wichtigste schon. So, wir sind ein bisschen frustriert, weil das doch ein bisschen enttäuschend war. Wir hatten gedacht, dass man vielleicht mal so ein paar einzelne Figuren kaufen kann. Irgendwie, ja. Sonderangebote, irgendwas. Es ist May the Force. Aber, ja. Nix. Er ist irgendwie traurig. Mein Mann ist traurig, alle sind traurig. Wir gucken jetzt noch mal ein bisschen rum, aber ich glaube nicht so lange, weil es sind einfach zu viele Kinder und zu viele Menschen. Zu laut. Ich glaube, wir werden nachher wieder abdampfen. Aber der Weg ist ja auch nicht weit. Schade. Ja, das ist wohl mehr für Kinder was. Ja, das ist doch mal, das wäre was für den Vorgarten. Die müsste noch die Beine bewegen.
Da ist nicht so recht was los, ne? Oder das ist nur alle naslang so eine Fahrt, wo sie denn hier mit dem Schiff hier durchfahren. Da sind ja Schienen unten. Oh Mann, ich bin zu alt für den Scheiß. Das ist sehr gut. Quietsch! Oh Gott, ich werde hier getriggert. Überall Musikgeräusche. Es ist so schön leise hier. Die ersten Opfer können schon nicht mehr laufen. Ja, ich glaube, wir sollten da nicht mitfahren. Nein. Ich glaube, wir machen dann die Titanic ohne Eisberg. Wir grounden die Boote. Wir grounden, ja. Die Schaben auf dem Boden längs. Die sind süß. Wahnsinn. Ich sage nur Yeehaw! Was? 10 Minuten Wartezeit, oder danke. Wir wollten da so gerne rein. Aber 10 Minuten, die Zeit haben wir einfach nicht. Oha. Hier ist die Westernstadt. Nur das Plätschern. Na. Als wenn es hier nicht schon laut genug ist. Aber dann hört man die Musik wenigstens nicht. So, wir sind schon wieder auf dem Weg nach draußen. Gott sei Dank. Ja, wir sind fix und fertig. Wir sind jetzt einmal so durchgegangen. Das ist halt was für Familien und Kinder. Aber es ist eine komplette Reizüberflutung. Von allen Seiten Musik. Ihr hört es im Hintergrund immer noch. Wenn du zwischen zwei Attraktionen bist, links und rechts Musik. Der Lego-Shop war auch ein bisschen enttäuschend. Wir haben was gekauft, aber letztendlich Notkauf. Notkauf, deswegen muss man nicht herkommen. Aber wir haben es gemacht, wir waren mal draußen. Jetzt freuen wir uns auf zu Hause und jetzt wollen wir noch mal, vielleicht nächstes Wochenende, wann auch immer, den Blue Bricks Laden in Hamburg stürmen. Und davon versprechen wir uns wirklich mehr. Also, ich freue mich auf zu Hause. Ich hab einen absoluten Overload an Eindrücken, Geräuschen, Gerüchen und sonstigen. Ich mag nicht mehr. Ja, wir wollen gerade laden. Wir stehen hier am Lego Hotel. Ein Teil von zwei Ladesäulen funktioniert. Jetzt nimmt er unsere Karten nicht. Wir kriegen aber auch den Stecker nicht mehr raus. Und da kommt schon wieder ein Flugzeug. Ich werde wahnsinnig. Das ist echt total genial. Wir kriegen den Stecker nicht mehr raus. Jetzt! Yes, wir sind frei, wir können nach Hause. Fazit. Enttäuschend. Ruhe. Setz dich, hol dir die Tüte ein Stückchen ran. Hast du gerade angefangen oder was? Nein, wir machen jetzt. Oh Mann. Noch nicht auf, nein, noch nicht. Was denn nun? Muss man auch sagen, was ich machen soll, wie immer sonst. Und sonst sagst du mir auch mal, was ich machen soll. Wohl! Brauchst du nicht so! Ist gut. Ich habe hier überhaupt nichts zu sagen. Hilfe! So. Hallo Drops. Also, wir sind. Wann waren wir wieder zu Hause? Um Viertel nach zwei. Viertel nach zwei, halb drei waren wir wieder hier. Und wir waren im Eimer. Wir mussten sogar unterwegs einmal noch an die Tanke, weil ich brauchte ein Eis, weil mein Kopf
völlig abgeschaltet war. Also ich war fertig. So, ihr habt ja gesehen, das Bild, oder besser gesagt, die Bilder und die kleinen Filmchen, was in Legoland los war. So, und das Fazit vom Shop, was hast du für eine Note gegeben? Befriedigend Minus. 3 Minus. Und das kann ich nur bestätigen, weil die guten Sachen hatten wir eigentlich selber schon. Ja. Ja, da kann der Shop ja nur nichts für, aber es war auch nichts Berauschendes, wo man sagte so, boah, das hat man da noch nicht gesehen. Oder wir hatten ja auch gedacht, vielleicht ein paar Figuren, aber das gibt es wirklich nicht. Die gibt es nur in den Sets oder, ja. Ja, oder gebraucht. Ja, gebraucht oder, ja, oder du kannst dir da etwas zusammenbasteln. Das sind dann aber nicht die Figuren, die wir wollten. Wir waren schon überlegen, ob wir uns die Schlüsselanhänger kaufen und oben die Lasche absägen. Das, irgendwie war das doof. Ja, aber wie man sieht, eine Riesentüte. Reicht mir das mal. Nimm mal die Tüte runter und gib mir die mal. Das ist ja fürchterlich. Dieses Plastik. Ja. Aber wir haben... Wir waren zwar enttäuscht, aber nicht, dass wir nichts gekauft haben. Nein, so enttäuscht waren wir dann auch wieder nicht. Keiner kann so enttäuscht sein. Ja. Ich konnte nicht anders. Wir beide lieben ja diese Brickheads. Da habe ich jetzt Gandalf und den Dämon. Der Dämon interessiert mich eigentlich nicht so, aber ich finde Gandalf ja so süß. Gandalf der Nutzlose, ja. Man wusste einfach nie, kann er was oder kann er nichts. Eindeutig. So, was haben wir noch? Ja. Wir finden die Minions ja so witzig. Leider ist das nicht der mit dem... Oh Gott, wie heißen die? Es gibt ja diese 3 Knallköpfe. Mit Kevin, ich weiß gar nicht, wie die andere heißt. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt... Das ist diese kleine Party, der kleine Partybus von den Minions. Weil das andere war jetzt nicht so unser. Aber der ist ganz putzig. Ah, das habe ich noch nirgends gesehen. Das ist so eine kleine Piñata. Das kann man sozusagen auch aufklappen und dann fallen bunte Steine raus, wie Boncha. Also das fand ich ziemlich süß. Das kleine Ding. Weil bunt ist immer gut für mich. Finde ich immer klasse. Ja. Verzweiflungskauf von Sven. Aber immerhin haben wir jetzt Darcy und Obi-Wan Kenobi. Knoblauch. So. Und was haben wir? Was ist das? Was ist das denn für einer? Clone Commander Cody. Das war der letzte. Das einzige Mal, wo wir Gefühl hatten, ha, Schnäppchen, weil es der letzte war. Schnäppchen war es nicht, aber es war der letzte, ja. Aber kriegt man im Internet wahrscheinlich immer noch. Ja, weil ich habe ja dieses große Teil von Lord of the Rings. Und da dachte ich mir, 2 Brickheads kann ja auch nicht schaden. Jetzt habe ich Gandalf den Nutzlosen und den Balrog und jetzt nochmal Arwen und wie heißt der? Aragorn. Schmorn. Ist der nicht Aragorn? Aragorn. E-O-R-N. Keine Ahnung. Ja, das ist sehr typisch. Ja. Bunt. Und bunt ist immer gut. Es gibt sogar Miezekatzen davon. Ja, haben wir doch gesehen. Fand sie doof. Stimmt, die fand ich doof. Jetzt wollte ich gerade sagen, hier auf dem Bild, so, oh, Miezekatzen. Ja, aber die sahen wirklich nicht dolle aus. Nee, die sahen irgendwie doof aus. Die Piepmätze waren irgendwie noch ganz niedlich. Ja, dann, das hatten wir gerade, ein Video von Held der Steine gesehen. Dieser Eisvogel, der ist natürlich cool. Der sieht schön aus. Der Held fand ihn nicht cool. Das ist mir völlig egal. Ich finde den cool. Und ein etwas kleineres Set, 675 Teile. Da muss ich sagen, hat sich mein Mann drin verliebt in diese kleineren Modelle. Die bauen sich auch gut, ne? Sagst du ja auch. Das ist altersgemäß. Altersgemäß, er schafft nicht mehr so viel. Es sind viele bunte Steine, das baut sich einfach. Das ist einfach, ja. Ja. Ü50. Ü50. Sie sollten das nicht 18 plus, sondern 50 plus ja, nehmen. Ja, genau. Das sind so Sachen, so Ü50. Stimmt. Da reicht die Aufmerksamkeitsspanne noch. Ja, länger schaffen wir nicht. Mittlerweile haben wir definitiv 2 bis 3 Mal mehr Kartons, als dass wir schon Sachen gebaut haben. Aber das wird auch nicht besser, weil wir eigentlich jetzt Mittwoch vorhatten, zu Blue Bricks nach Hamburg zu fahren. Eigentlich sollte das ein bisschen weiter geschoben werden, aber nachdem wir von Lego so enttäuscht waren, haben wir jetzt überlegt, machen wir das jetzt demnächst, in den nächsten Tagen. Und ich denke mal, das wird keine 3 Minus.
Nee, ja, es gibt einfach mehr Sachen, die wir gerne haben wollen würden. Der Laden war ja auch super leer. Ja. Also. Ja, es waren ja auch nur Familien mit Kindern und da mehr als eine kleine Sache. Erst fusselt der Kater. Hey. Und bei Blue Bricks kriegt man halt auch viel mehr Sachen von anderen Firmen. Viel größere Variante. Auch Drobby, jetzt wirst du hier auseinandergefrödelt. Ja, so, das war Billund. Tada. Das kam heute mit Amazon. Das haben wir nicht gekauft. Doch, haben wir auch gekauft schon. Ja, gekauft schon, aber nicht heute. Wir haben es nicht geklaut oder nicht so. Nicht geklaut, ne. So, das war das. Unsere Billund-Erfahrung. Befriedigend minus. Ja, also es ist wirklich was für Eltern mit Kindern und mit echt starken Nerven. Also für Leute mit Soziophobie, Fibromyalgie oder ADHS, die Probleme... Oder alles zusammen, die Probleme mit zu viel Eindrücken haben. Wie gesagt, mein Kopf hat sich nachher abgeschaltet und das Eis, was ich brauchte, brauchte ich wirklich, weil ich kriege dann so einen Wattekopf, wenn ich völlig überladen bin von den ganzen Sachen, von den Geräuschen, Gerüchen und was man so gesehen hat. Und das Eis hat echt geholfen. So, in diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Schöne Woche. Eure nordische Sprotte. Ciao. Sagt tschüss. Tschüss. Als ob ich was zu sagen habe. Ja, tschüss. Ich sag doch, ich kriege nur auf Kommando. Habe ich es aufgenommen?